Die nächste Bitte kommt rein. Allora, che bello! Sigali, ja, grüß Gott, liebe Bild.de-Gucker. Ja, ich bin's, der Kaiser, zweimaliger Weltmeister, richtig. Ja. Neben mir natürlich eine Koryphäe der deutschen Fernsehunterhaltung. Ja, richtig, der Johannes. Du, Bundesliga war ja sensationell. Ja. Wir haben ja Bayern 5-1 gewonnen gegen Hannover. Wie hast du es gesehen? Ja, ehrlich gesagt gar nicht. Und für mich war ja viel wichtiger der Hertha-Auswärtssieg in Cottbus, weil Hertha jetzt mit 4 Punkten Vorsprung Tabellenführer ist und die Bayern nur 42 Punkte haben, Hertha 46. Das hat es lange nicht gegeben. Ja, ich habe ja mit dem Jürgen gesprochen, lange vor dem Spiel gegen Hannover. Ich habe gesagt, Freundchen, so geht's nicht. Da muss man, ich habe ihn den Rasen mähen lassen, ich habe ihn die Hundehütte fegen lassen. Ich habe gesagt, wir müssen auch mal 15-0 gewinnen oder 29-1, irgendwas. Da muss einmal ein Zeichen gesetzt werden. Ich bin stinksauer. Ich habe ja schon beim Magath hatte ich die Finger schon im Spiel, du weißt es, beim Ribbeck sowieso. So und beim Rehhagel auch. Aber glaubst du, der Jürgen ist der Richtige immer noch für unsere Mannschaft? Ich glaube schon, dass Jürgen der Richtige ist für den FC Bayern, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Und ich glaube aber, dass das auch noch ein bisschen anhält. Der Sieg heute, das war ja ein Sieg, trotz des Fehlens von Luca Toni und Ribéry. Ja, Mannschaft hat gemerkt, sie muss ein Zeichen setzen, wie du es eingefordert hast, und hat ja auch geklappt. Schalke 1-0 gewonnen durch Steffi Jones. Nee, Moment einmal, durch den Jermaine, den Bruder von Michael Jackson. Ja, es war ja ein sensationelles Tor, oder? Ja, aber ein 1-0 ist natürlich gegen den ersten FC Köln jetzt auch nicht sozusagen ein Beruhigungsmittel für die nächsten 4 Monate. Da ist schon richtig Druck am Kessel. Jetzt haben wir mit dir einen echten Experten vor der Kamera stehen. Ja, wer wird es machen am Ende? Wird die Hertha sich durchsetzen oder Hamburg die 4-1 verkimmelt haben? Ja. Also bei mir ist so, ich bin ja Herthaner, insofern würde ich der Hertha schon wünschen, habe aber keine gute Hoffnung, um ehrlich zu sein. Ich glaube, der FC Bayern wird am Ende Meister. Was meinst du? Ja, richtige Antwort. Ja, er hat die 100 Euro haben es gebracht. Ja. Ich meine, Johannes, ja, hat mich sehr gefreut. Ja. Sehen wir uns vielleicht später noch? Ich hoffe nicht. Kann es gar nicht ausschließen. Ja, danke. Ich habe es befürchtet. Dankeschön. Ja. Ich werde verrückt. Stand by for action. Der Elfmeter bei jeder Party. Die neue Hitsingle von Matze Knob. Lukas Eperme, Numero Uno. Matze Knob als Luca Toni. Numero Uno. Ab jetzt im Handel. Game over.